Hallo zusammen und herzlich willkommen zu eurer Pazuru Online-Stunde. Ich bin Andoni und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben was für euch vorbereitet, und zwar ein kleines Stundenbild, das wir auch in der Weihnachtszeit uns ein bisschen bewegen können. Und deshalb können wir theoretisch direkt schon beginnen. Ihr seht vor mir ein paar Becher. Und unter diesen Bechern, ja, werden wir gleich einmal ein paar Nüsse oder Früchte drunter legen. Und wir werden eine kleine Runde Memory spielen. Ja, Nuss-Memory oder Früchte-Memory. Ja, eine kurze Erklärung dazu. Wir haben hier einmal unsere Becher. Und unter jedem Becher, ja, sind Früchte. In jedem zweiten Becher sind gleiche Früchte drin. Das heißt, jetzt als Beispiel, ich habe jetzt heute Wäscheklammern genommen, da ich keine Früchte hatte. Ja? Und hier zum Beispiel ist ein roter und hier ein gelber. Ja? Und eure Aufgabe wird es gleich einmal sein, euch die gleichen Früchte oder gleichen Nüsse einmal zu finden. Ja? Ihr mischt einmal den Becher. Ja? Ihr mischt den Becher oder mischt die Becher. Die Anzahl der Becher ist eigentlich total egal, ob ihr jetzt 8 nehmt oder 10. Ja, oder 12, das ist euch überlassen. Am besten wäre, dass ihr über 8 nehmt, weil bei 6 oder 4 ist das Spiel sehr schnell vorbei. Das heißt, ihr könnt mehrere Becher nehmen und dann auch mehrere Früchte oder Nüsse drunter legen. Ja, und dann ist eure Aufgabe, wie gesagt, euch einmal die gleichen Nüsse unter den Bechern einmal rauszusuchen und dann zu finden. Okay? Ja, viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, es hat alles geklappt. Ja, das Spiel lief gut, ihr hattet viel Spaß und deshalb können wir theoretisch jetzt direkt zur nächsten Aufgabe kommen. Kurze Sache, und zwar werden wir immer nach jeder Übung, die wir machen, werden wir immer noch 20 Hampelmänner einbauen. Ja, ich möchte nämlich eine kleine Challenge mit euch machen und möchte sehen, ob wir bis zum Ende der Stunde insgesamt 100 Hampelmänner schaffen. Okay? Das heißt, wir haben jetzt unser erstes Spiel gespielt und theoretisch können wir jetzt beginnen mit den ersten 20 Hampelmännern. Die machen wir einmal zusammen, ja? Und zwar beginnen wir einmal so und das Ganze 20 Mal. Ja? Los geht's. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar bewegen wir uns jetzt ein bisschen. Ja, machen ein paar Bewegungsformen und wir werden auf jeden Fall ein paar Bewegungsformen machen, die ihr schon kennt, aber auch ein paar neue dazu. Ja, ihr werdet sehen. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar eine etwas bekanntere Aufgabe, die kennen schon viele Kinder, ja, die jetzt beim Online-Unterricht dabei waren, aber beim normalen Unterricht. Und zwar einmal den Affen. Ja? Affe vorwärts, rückwärts und seitwärts. Ja, das heißt, bitte immer jeweils 20 Sekunden den Affen vorwärts, ja, 20 Sekunden danach den Affen rückwärts und danach 20 Sekunden nochmal den Affen seitwärts. Okay? Ich zeige es euch immer ganz kurz. Affe vorwärts, auf allen Vieren. Und wir bewegen uns einmal durch das Zimmer. Affe rückwärts. Wieder auf allen Vieren. Ganz wichtig, die Knie bleiben in der Luft. Ja, Affe rückwärts. Und beim Affen seitwärts. Bitte einmal seitlich. Okay? Bei den Großen eine kleine Änderung. Seitwärts bitte immer abwechselnd die Hände nach vorne und dann die Füße. Hände, Füße, Hände, Füße. Ja, probiert's aus. Jeweils 20 Sekunden. Und dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe ist der Einbeinsprung. Okay? Wir werden es mal ausprobieren und es versuchen, auf einem Bein einmal durch unser Zimmer zu hüpfen. Ja? Ihr könnt gerne eure Eltern auch zu Hilfe nehmen. Ja, für die Kinder, die es noch nicht so gut können, ist aber gar nicht so schlimm. Wir üben das auf jeden Fall mal. Und für die Kinder, die es schon können, die probieren es immer alleine. Und zwar auf einem Bein und wir hüpfen einmal durch unser Zimmer. Bei den Großen eine kleine Aufgabe dazwischen. Ja? Wir hüpfen auf einem Bein, beziehungsweise vorher, also bevor wir auf einem Bein hüpfen, stehen wir auf einem Bein, ja, machen die Augen zu, nehmen einmal hoppala, unseren Finger und berühren einmal die Nasenspitze und dürfen uns dann bewegen. Ihr merkt, es ist gar nicht so einfach. Ja? Hüpfen immer auf die andere Seite, wechseln einmal das Bein, machen die Augen zu und mit dem Finger berühren wir die Nasenspitze. Und dann geht's los mit Hüpfen. Okay, das Ganze ungefähr eine halbe Minute. Ja, für die Kleinen einfach nur durchs Zimmer hüpfen und für die Großen davor bitte Augen zu und mit dem Finger die Nasenspitze berühren. Probiert's aus. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Ja, und zwar wird es jetzt ein bisschen winterlich. Wir haben einmal den Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann, der ist ja
immer unterwegs an Weihnachten und verteilt die ganzen Geschenke. Aber er ist mal sehr, sehr leise, damit kein Kind ihn hört. Okay? Und deshalb werden wir heute einen Weihnachtsmann spielen. Wir werden gleich einmal alle unseren Sack voller Geschenke haben. Ja? Und mit dem Sack voller Geschenke durch das Haus laufen. Und zwar ganz, ganz leise. Ja, das heißt, wir bewegen uns einmal durchs Haus. Und sind ganz leise. Ja, ganz, ganz leise bewegen wir uns durchs Haus. Können zwischendurch unseren Sack runternehmen. Die Geschenke einmal verteilen. Und dann den Sack wieder drauf. Und ganz leise wieder bewegen. Ja. Das Ganze eine halbe Minute. Okay. Probiert's aus. Und plötzlich sind dem Weihnachtsmann Storchenbeine gewachsen. Ja, das heißt, er hat jetzt lange, dünne Beine und möchte aber jetzt trotzdem die ganzen Geschenke einmal im Haus verteilen. Dafür machen wir jetzt einmal den Storchenmann. Versteht ihr? Weihnachtsmann, Storchengang? Ihr wisst, was ich meine. Ja, einmal den Storchenmann. Das heißt, er hat jetzt lange Beine, aber hat immer noch der Weihnachtsmann. Er hat seinen Sack, nimmt das Knie hoch, legt es vorsichtig ab. Nimmt das Knie hoch, legt es vorsichtig ab. Nimmt das Knie hoch, legt es vorsichtig ab. Okay, wieder Sack runter, verteilt ein paar Geschenke. Nimmt den Sack wieder hoch, ja, Knie hoch und legt es vorsichtig ab. Knie hoch, vorsichtig ablegen. Knie hoch, vorsichtig ablegen. Ja, probiert's aus. Wie gesagt, das Ganze wieder eine halbe Minute ungefähr. Und dann können wir mit der nächsten Aufgabe weitermachen. Und zwar in der nächsten Aufgabe sind wir Spinnen. Ja, und zwar sind wir auf allen Vieren, ja, wie die Spinne. Und dann bewegen wir uns einmal nach vorne. Für die Großen, die dürfen einmal abwechselnd das eine Bein hochnehmen, dann das andere und sich dann einmal fortbewegen. Dann wieder das Bein hoch und das andere Bein hoch. Das Ganze in einer halben Minute durch das Zimmer bewegen. Und dann machen wir weiter. Los geht's. Jawohl. Und die letzte Runde, ja, da machen wir ganz, ganz kleine Sprints. Ja, wir tippeln auf der Stelle. Wir möchten nämlich einmal richtig, richtig schnell werden. Und dabei gehen wir mal auf das andere Ende oder ans andere Ende des Zimmers. Machen schnelle Tippelschritte. 10 bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und bewegen uns sofort auf die andere Seite. Ja, machen wieder fünf Sekunden Tippelschritte. 1, 2, 3, 4, 5. Und bewegen uns auf die andere Seite. Und das Ganze fünfmal. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann sind wir mit der zweiten Aufgabe durch. So, ihr wisst, was jetzt kommt. Und zwar wieder unsere 20 Hampelmänner. Seid ihr bereit? Natürlich. Los geht's, einmal zusammen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl, sehr gut. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und habt ihr es glaubt oder nicht? Ja, ihr habt jetzt, wie gesagt, die nächste Aufgabe. Und ich möchte einmal wissen oder mal sehen, ob ihr auch sehr lustig sein könnt. Ja, und zwar könnt ihr einmal euren Eltern einen Weihnachtswitz erzählen. Das heißt, wenn ihr gerade in der Stunde dabei seid, ja, richtig am Powern seid, könnt ihr euch jetzt ein bisschen entspannen, ja, könnt mit euren Eltern mal einen kurzen Witz erzählen. Ich mach mal kurz den Anfang, okay? Und zwar, kurz vor Heiligabend wünscht sich ein Mädchen von der Mama, ja, nochmal stopp. Kurz vor Heiligabend sagt die Tochter zu Mama: Mama, ich wünsche mir einen Pony zu Weihnachten, ja, sagt die Mutter: Na gut, ja, kurz vor Weihnachten gehen wir zum Friseur. Ja, ihr kennt bestimmt bessere Witze, deshalb könnt ihr es mal ausprobieren, ja, euch einen coolen Witz rauszusuchen, ja, den zu erzählen. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne ein Video davon schicken, wie lustig ihr sein könnt. Ja, und ansonsten viel Spaß dabei und danach kommen wir zur nächsten Aufgabe. Okay, die wird wieder ein bisschen anstrengender. Wie waren die Witze? Lief's gut? Habt ihr gute Witze erzählen können? Ja, ich denke schon. Ja, wie gesagt, ihr könnt uns gerne einmal ein Video oder irgendwas schicken, wo wir uns den Witz einmal auch anhören können. Und ja,
Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt aber weiter. Ihr wisst ja, was nach jeder Übung kommt. Auch das war jetzt eine Aufgabe. Ja, wieder unsere 20 Hampelmänner. Seid ihr bereit? Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl, okay. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Ja? Und zwar habe ich meinen heißgeliebten Würfel dabei. Ja? Die Kinder, die beim Online-Training mal dabei sind, wissen Bescheid. Ja? Ich und der Würfel, das ist eine Hassliebe. Ja? Für die Kinder läuft es immer sehr, sehr gut, weil ich nicht der beste Würfler bin. Ja? Bei mir werden immer eine 1 oder eine 2 gewürfelt. Ja, aber heute probieren wir es mal nochmal aus und schauen mal, ob der Würfel heute auf meiner Seite ist. Wir werden nämlich wieder ein kleines Würfelspiel spielen und dabei werden wir ein paar Übungen machen. Okay? Wir haben mal drei verschiedene Altersgruppen und als Beispiel. Wenn ich gleich einmal eine 4 würfel, müssen die 3- bis 6-Jährigen 4 Wiederholungen machen. Ja? Bei den 6- bis 10-Jährigen wird das verdoppelt, dann werden 8 gemacht und bei den Teens wird das verdreifacht. Das heißt, bei den 3- bis 6-Jährigen sind es einmal 4, bei den 6- bis 10-Jährigen sind es 8 und bei den Teens sind es dann 12 Wiederholungen. Okay? Ich gebe euch immer die Übung vor, ja, und dann dürft ihr einmal schauen, wie ich würfel. Und wenn ich gewürfelt habe, ja, seid ihr dran und dürft dann bei euch zu Hause einmal die Übungen machen. Wir kommen zur nächsten ersten Aufgabe. Ja, wir kommen wieder zu unseren Hampelmännern und ich würfel einmal und dann schauen wir, wie viele Wiederholungen ihr machen müsst. Okay? Die Wiederholungen gebe ich euch nicht vor, sondern die könnt ihr euch einmal gleich selber herausfinden, wenn ihr einmal die Zahl seht. Okay? Los geht's. Eine 6. Okay? Ich zeige nochmal ganz kurz die Hampelmänner. Haben wir aber jetzt schon 60 Mal gemacht. Ja? Schließen, Arme und Beine. Und gleichzeitig machen wir die auf. Und wieder zu. Auf, zu. Und ich habe eine 6 gewürfelt. Okay? Probiert's aus. Die Wiederholungen könnt ihr euch dann selber einmal ausrechnen. Nächste Aufgabe. Ja? Ich würfel einmal. Und danach machen wir Strecksprünge. Okay? Wie gesagt, ganz normale Zahl bei den 3- bis 6-Jährigen, bei den 6- bis 10-Jährigen verdoppelt und bei den Teens wieder verdreifacht. Seht ihr? Fängt schon wieder an, der Würfel. Eine 1. Ja? Strecksprünge, Hände auf den Boden und wir machen jetzt ganz lang und strecken die Arme in die Luft. Okay? Ja? Los geht's. Nächste Aufgabe. Ja? Wir würfeln wieder. Und dann kommen die Kniebeugen. Ja, Kniebeugen. Eine 4. Ihr wisst, was zu tun ist. Kniebeugen, ja. Hände an die Brust oder ihr könnt ihr auch nach vorne nehmen. Ja, und wir gehen runter und machen einen geraden Rücken und Puppe runter. Okay? Probiert's aus. Als nächstes wollen wir mal was probieren, was die ganz Kleinen, glaube ich, noch nie gemacht haben. Aber ich glaube, auch die kriegen das bestimmt hin. Okay? Und zwar Skippings. Ja? Skippings zeige ich euch sofort, nachdem ich gewürfelt habe. Das ist eine 3. Skippings. Ja? Die Beine bewegen sich, kommen hoch und dabei boxen wir immer nach vorne. Ja? 3 Stück. Also ich habe eine 3 gewürfelt, das heißt, ihr könnt euch einmal selber ausrechnen, was wir einmal oder wie viele Wiederholungen ihr machen müsst. Ja, probiert's aus. Wenn es geklappt hat, machen wir sofort weiter mit der nächsten Aufgabe. Ja, und zwar Liegestütz und dabei bei den Großen, bei den Teens und bei den 6- bis 10-Jährigen hinten einklatschen. Und bei den Kleinen probieren wir einfach nur normale Liegestütz. Ich würfel und dann zeige ich euch einmal kurz den Liegestütz. Okay. Eine 5. Liegestütz, die Hände unter die Schultern, ja, wir drücken uns ab und wieder hoch, ja, bei den Großen fangen wir auf dem Boden an, drücken uns ab, wieder runter und klatschen hinten einmal ein und wieder hoch. Ja, eine 5 gewürfelt, ihr wisst, was zu tun ist. Und die letzte Aufgabe, ja, die letzte Aufgabe ist auf der Stelle einmal richtig, richtig schnell tippeln, ja. Richtig, richtig schnell auf der Stelle flitzen, tippeln.
Ihr könnt es nennen, wie ihr möchtet. Ich würfel. Ich hoffe, man kann es erkennen. Eine 2. Okay? Also tippeln, wirklich auf Tempo. Auf der Stelle bewegen. Und die Sekunden könnt ihr euch, wie gesagt, dann selber ausrechnen. Viel Spaß dabei und bis gleich. So, ich hoffe, die letzte Aufgabe hat gut geklappt. Ihr wisst, was jetzt wieder zu tun ist. Wir machen wieder unsere Hampelmänner. Ja? Dafür wieder in die Position, die nächsten 20 und los geht's. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Jawohl, sehr gut. So, kommen wir zu unserer letzten Aufgabe. Und zwar will ich mit euch noch eine kleine Bewegungsgeschichte machen. Und zwar Schlitten fahren. Ja? Ihr wisst ja, oder wir hoffen es, dass irgendwann auch Schnee fallen wird und wir dann ein bisschen Schnee liegen haben und vielleicht auch Schlitten fahren können. Und deshalb machen wir schon mal eine kleine Vorübung. Ja? Und zwar eine kleine Bewegungsgeschichte. Wir haben alle einmal unseren Schlitten und den Schlitten, den ziehen wir einmal hinter uns, den großen Berg, der da oben ist. Ja, da oben ist der große Berg, da wollen wir hoch und den müssen wir jetzt erklimmen und mit unserem Schlitten hinten dran. Wir nehmen einmal unseren Schlitten und steigen jetzt einmal den Berg einmal auf. Wir ziehen unseren Schlitten, ja, ziehen den und wir wollen jetzt ein bisschen schneller oben sein, deshalb bewegen wir uns jetzt ein bisschen, also laufen jetzt ein Stück. Ja, wir laufen ein Stück, ziehen natürlich unseren Schlitten einmal hinter uns. Jawohl, wir ziehen ihn und wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir oben am Hügel, am Berg und jawohl, wir sind oben. Sehr schön. So, wir gucken einmal nach rechts, ja, und nach links und einmal runter ins Tal. Ja, da runter wollen wir gleich einmal runterfahren, ja, mit unserem Schlitten. Und die Sonne, die blendet uns total, deshalb nehmen wir einmal die Hand für den Schirm. Ja, die Hand ist jetzt unser Schirm, damit die Sonne uns nicht blendet. Wir gucken nochmal nach rechts und nach links und runter ins Tal. Man, das sieht so toll aus, ja, wenn die Sonne scheint und alles weiß ist. Ein tolles Bild. Aber darunter wollen wir jetzt gleich einmal Schlitten fahren. Ja? Wir setzen uns einmal schon mal auf unseren Schlitten. Ja? Gehen in die Knie, setzen uns auf unseren Schlitten und dann geht's los. Wir schieben uns einmal an. Und jetzt halten wir uns vorne fest und fahren einmal Schlitten. Genau, und bleiben in den Knien. Ja, fahren Schlitten. Und jetzt sehen wir einmal einen Hügel. Ja, und über den Hügel springen wir einmal. Und Sprung. Zack. Jawohl. Und wieder in die Knie. Sehr gut. Und da vorne ist schon wieder ein Hügel. Oh nein, den müssen wir einmal auch drüber springen. Zack. Jawohl, sehr gut. Tolle Landung. Und wir gehen wieder runter in die Knie. Und plötzlich ist vor uns ein Freund, der ist ein bisschen langsamer. Deshalb müssen wir ihn einmal überholen. Und fahren dabei nach links. Nach links. Jawohl, und wieder zurück. Und wieder in die Mitte. Jawohl, und da ist schon wieder ein Freund. Oh Mann, die sind so langsam heute. Ja, wir sind richtig schnell. Und jetzt nach rechts ausweichen. Und nach rechts ausgewichen. Jawohl, und wir fahren weiter Schlitten. Wir schubsen uns jetzt noch ein bisschen an, weil wir wollen einmal noch schneller sein. Ja, den Kick spüren. Und runter in die Knie. Und jetzt auf einmal sind wieder zwei Hügel da. Und jetzt ganz, ganz schnell hintereinander. Zack, und zack. Jawohl, und jetzt haben wir es gleich geschafft. Oh nein, der Timo kommt. Der Timo ist ja richtig schnell. Der will uns überholen. Deshalb gehen wir nochmal richtig in die Knie und schieben uns nochmal an und geben Vollgas. Und in 3 Sekunden sind wir da. 3, 2, 1 und boah, geschafft. Jawohl, sehr gut. Das war unsere Schlittenfahrt, ja. Wir haben es geschafft. Wir packen uns einmal unser Schlitten, ja, unter den Arm, geben dem Timo einmal einen Check. Das war eine coole Fahrt, ja. Gucken nochmal hoch. Boah, von da oben sind wir runtergerutscht. Wow, sind wir mutig, ja. Und toll sieht es immer noch aus mit der Sonne und dem Schnee. Wir haben es geschafft. Jawohl, sehr gut. Okay, wir machen unsere letzten 20 Sekunden, nicht 20 Sekunden, sondern unsere letzten 20 Hampelmänner. Und dann haben wir es für heute geschafft. Ja? Letzten 20 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, wir haben es geschafft. Ja, richtig toll. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß und habt auch eine tolle Weihnachtszeit. Ja, kommt gut ins neue Jahr
und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen können. Und wie gesagt, bleibt alle gesund und wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen und ihr eine tolle Zeit habt mit der Familie. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Doni. Ciao!